Thank you.
jetzt gemacht? Ganz einfach. Ich habe die Folie reingerollt, das habt ihr gesehen. Habe sie nochmal ausgestrichen. Habe von innen die Folie nochmal feucht gemacht. Habe es mit der Hand ausgestrichen, dass ich die Blasen an die Ränder verteilt habe. Dann habe ich die Folie von innen, das quasi das Gleite, nochmal feucht gemacht. Und habe dann meine ersten Striche hier mit dem goldenen Rakel gemacht. Die gibt es auch in schwarz oder weiß. Das ist ein Härteunterschied, das muss jeder für sich selber wissen. Habe dann erstmal mein Haar gemacht oder beziehungsweise meine horizontale Linie, so wie ich es vorher beim Föhnen von außen auch gemacht habe. Und habe es dann genauso reingerakelt, wie ich der Folie die Form gegeben habe, wo ich sie außen angepasst habe. Also mache ich es erstmal da. Moderater Druck, kein fester Druck, geht nur darum, dass die Folie erstmal sich nicht mehr verschiebt und haftet. Blasenfrei muss es noch nicht sein. Und dann gehen wir hier mit dem Blumax Heister. Das ist der große schwere Rakel. Auch das erste Mal mit leichten, darum die Folie anzudrücken. Und dann geht man hier einfach in horizontalen Bahnen, überlappende Bahnen, dann geht man links und rechts raus. Die andere Seite genauso. Links und rechts raus. Man schiebt das ganze Wasser quasi nach außen. Das macht man dann zwei, dreimal, je nach Gefühl oder Erfahrung. Das sieht man dann auch vorne an der Rakelseite, ob es noch großartig Wasser schiebt oder nicht. Dann nehme ich quasi den Rakel, tue den in mein Tuch einwickeln. Da mal schönes, um auch das Wasser aus den Rändern rauszunehmen. Na, das ist dann quasi immer so. Gehe ich einmal, zweimal, dreimal von mir aus, je nach Siebdruckrand, die Scheibe komplett rum. Hat den Sinn und Vorteil natürlich, jetzt wenn ich das Tuch drüber mache, dass das austretende Wasser, gerade vom Rand, dass das Tuch dann gleich das Wasser aufnimmt. An jedem Fenster genauso, jetzt bei dem Bus unterscheidet sich das nicht großartig. Oh, und dann sehen wir uns an der Heckscheibe wieder. Ja, die Seiten sind jetzt fertig, habe ich euch kurz gezeigt. Jetzt geht es an die Heckscheibe. Die Heckscheibe wird in dem Fall nicht nass getönt, sondern wie wir sie am Anfang vorbereitet haben mit dem Weichspüler. Das ist natürlich komplett durchgetrocknet. Interessiert viele auch von meinen Kollegen Scheibentönern. Wie wir das machen, gilt es quasi als Trennmittel. Legen wir die Folie auf, tun sie ganz normal vorbereiten, so als wenn wir sie nass oder mit Puder aufkleben würden. Und dann geht es an die Föhntechnik. Schauen wir erst, bevor wir sie antacken, so links und rechts drüber steht. Da steht sie drüber, da steht sie auch drüber. Knapp, aber reicht natürlich. Das ist da ein bisschen fester. Wie ihr es gewohnt seid, zurecht trimmen. Und da oben die Gummileiste, schiebt das kurz drüber. Einmal. Macht nichts, alles easy. Zweimal. Ja, jetzt seht ihr schon, die fängt leicht zum Haften an die Folie, macht aber überhaupt nichts. Dass der Weichspüler schon getrocknet ist, hat nur eine Haftverbindung, klebt aber nicht oder sonst irgendwas natürlich. Dann lupfe ich die nochmal rauf, sodass sie überall spannungsfrei ist. Mach meinen horizontalen Strich. Da auch nochmal so, dass er oben und unten. Horizontalen Strich dann eigentlich genauso wie früher, mein Bruder auch. Fixiere ich sie da nochmal. Das sind Seiten runter, dass ich der Folie gleich sagen kann, wohin das sie schrumpfen soll. Können wir dann schon zum Föhnen anfangen. Ich hoffe, der Föhn ist jetzt nicht zu laut mit dem Mikrofon. Bei normalen Scheiben oder PKW-Scheiben mache ich die Stufe 7 bei meinem Steinwillföhn. Jetzt hier werde ich die Stufe 8 nehmen. Einfach, um das dann durch die Entfernung, die Hitze ein bisschen zu regulieren, weil man doch eine sehr langgezogene Wölbung. Und anders wie beim Puder, dass ich jetzt quasi in vertikalen Strichen runtergehen würde, gehe ich in waagerechten Bahnen, nicht Striche, in waagerechten Bahnen. Aber das erklärt sich gleich von selbst. Versuche die Schrumpfung
Dann natürlich zu kontrollieren über den Abstand. Bei Stufe 8 komme ich gerade recht gut klar. Folie legt sich schon an. Den Scheibentöner-Kollegen, die kriegen da jetzt natürlich kein Bauchweh, wenn sie das Material jetzt sehen, weil sie auch vom Puder kennen, na, dass die Folie nicht gleich 100% anliegen muss. Muss ja auch überhaupt nicht. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir ihr die Form geben, dass wir die Folie nicht verbrennen, sondern eben nur so weit zurückschrumpfen, dass die Form von der Scheibe annimmt. Ja, machen wir das jetzt nicht, werden wir jetzt quasi in Anführungsstrichen das gerade Stück Folie versuchen einzukleben, haben wir genau das, was wir bei vielen Fahrzeugen sehen, teilweise leider auch die Geld dafür ausgegeben haben, also im Betrieb waren, und dass dann überall die Nasen draufzieht, wenn die Folie drin geklebt ist. Na, schaut das ganz wild aus. Weiß nicht, ob man das, ja doch, sieht man auf der Kamera. Und jetzt habe ich den Vorteil, durch das Waschmittel, durch die Haftung, durch die Klebwirkung, auch wenn es getrocknet ist, das kann ich weiterfüllen. Warte, der Rakel, das Filz ist auch feucht, wenn wir beide schalten. 1-1 Rückmeldung habt ihr beim Puder nicht. Eine 1-1 Rückmeldung, wie die Folie da liegen wird. Die ist ganz glatt und so sehen wir, genau so wird die Folie später liegen. Wenn wir Puder haben, können wir noch runterstreifen. Am Randbereich haben wir ein direktes Feedback, weil wir da in der Regel dann glatt föhnen. Und jetzt sehen wir aber so schon, die Folie wird gleich 1:1 ganz glatt. Natürlich müssen wir noch oben machen, aber jetzt sieht man schon im unteren Teil 1:1 wird sie dann gleich so drin liegen. Dasselbe machen wir jetzt oben und dann ganz einfach nur zuschneiden, nochmal runterputzen, die Folie innen, die Scheibe sauber machen. War da schon mal Folie drin? Das nochmal gescheit sauber machen und dann das Klebeprozedere ganz normal wie bei den Seitenscheiben auch. Oben schön die Spannung rausnehmen, schön glatt füllen. Dasselbe Spiel, 1:1 die Rückmeldung, holen die glatt. Die Folie hat eigentlich überhaupt keinen Stress. Gut, beim Pudern auch fast nicht. Beim Nassfüllen hat sie aber natürlich Stress. Feuchtigkeit beim Nassfüllen, natürlich die Folie runterkühlt, man ein bisschen mehr Hitze braucht oder man länger braucht. Und so legt sich das eigentlich schon fast von selber an. Braucht viel weniger Hitze, Folie legt sich an. Jetzt wenn der Randbereich liegt, weiß ich, er liegt, ist nicht überföhnt, wie es bei Puder oder beim Nassföhnen passieren kann. Und ganz klar, der Vorteil gegenüber dem Puder ist natürlich, ich habe null Sauerei. Der Puder, der staubt mir rum. Das ist jetzt eine feuchte, feste Verbindung. Der Puder staubt mir rum. Und werde mit dem Putzen nicht mehr fertig, werde nicht mehr fertig damit aufzupassen, dass ich danach keine Einschlüsse habe. Und mit dem Weichspüler habe ich das alles nicht. Ne? Folie klebt es ganz nah dran. Selbst wenn ich nochmal runterzupfen möchte bei gewölbteren Heckscheiben oder sonst irgendwas, kann ich die Folie nochmal nehmen, anzupfen und sofort danach kontrollieren, ob das richtig ist, was ich gemacht habe. Jetzt der Einbau, ganz normal. Ränder jetzt trimmen, zuschneiden, Scheibe sauber machen, reinkleben.
gemacht. Ich für mich selber habe die Einstellung, was man am Risiko reduzieren kann, Staubeinschlüsse zu minimieren. Das machen wir natürlich. Von dem her werdet ihr mich immer viel, viel putzen sehen. Feuchtigkeit bindet Staub. Und eigentlich nach jedem Arbeitsgang, wenn die Folie vom Fahrzeug wegkommt oder wieder draufkommt, putze ich sie nochmal runter. Jetzt haben wir hier, merkt es, also die Folie kann auch nicht runterfallen. Die ist wirklich sehr gut verbunden mit dem Weichspüler. Das ziehe ich mir so runter. Jetzt habe ich auf der anderen Seite natürlich den Weichspüler. Kann ich drauf lassen, muss ich aber nicht. Wie gerade gesagt, ich putze gerne. Mach mal die Folie nochmal sauber. Und die Heckscheibe selber, da die jetzt so einen milchigen Film hat, putze ich sie jetzt auch schon runter, nicht erst zum Schluss bei der Nachreinigung, damit ich gleich sehe, wenn ich sie von innen sauber mache, dass ich es dann ordentlich sehen kann. Ob es auch schön sauber ist, ich weiß jetzt nicht, ob man es in der Kamera sieht, hier ist das Licht drauf. Draußen haben wir Kleberreste, da werde ich jetzt den Siebdruckrand nochmal mehr im Auge behalten und bearbeiten. Dann ist das gut, denke ich. Natürlich einmal mit dem weichen Schwamm vorkratzen, vorreinigen und dann mit dem Schwamm ordentlich nachbearbeiten. Fusselfreie Papiertücher nimmt. Es fusselt immer. Also so was wäre bei dir. Also bei mir sind auch alle Türen zu. Hat keiner was hier drin verloren. Eine offene Tür ist Zugluft. Brauche ich auch nicht. Wasche ich mir hier den normalen Schwamm nochmal aus. Saubere Heckscheibe, wo es geht. Die ist auch zerkratzt, die ist auch zerhaut. Das ist halt bei den alten Autos so. Gerade die für Transporte gebraucht werden oder sonst irgendwas. Braucht natürlich immer mal gern was an die Scheibe. Kann Macken hinterlassen. Die Macken kann man teilweise anschleifen, ausschleifen. Ich nehme dafür 2000er bis 4000er Nassschleifpapier. Aber ganz unsichtbar kriegt man es natürlich nicht. Nicht runterspülen, einfach nur einnebeln. Eine Verbindung haben, wo man gleich die Blasen schön rausfassen können. Eine Verbindung haben, wo man die Folie noch rutschen können. Wir haben die Scheibe gleich sauber gemacht. Es gibt keinen Grund, aus dem Auto ein Biotop zu machen. Das sehe ich auch. Das ist furchtbar. Hört sich jetzt wild an, die Folie unter uns kindet. Ganz normale Geräusche. Man muss aber immer auf die Folie hören. Sage ich eben, man kann noch so energisch sein, man kann noch so versuchen, die Folie reinzuprügeln. Die Folie gibt den Ton an. Und so wie behandeln wir unsere Folie auch. Und dann haben wir wieder heim auch Pumpsprühe, wo einfach nur Spüli drin ist und Leitungswasser. Eben für die Sachen, was nur gleiten müssen, was nur sauber gemacht werden müssen. Da braucht man nicht ständig das gute Montagewasser hernehmen, ne? Wo ich Unterschiede habe. Das ist für mich ein anderes Wasser, eine andere Zusammensetzung, noch Applikationsmittel mit drin teilweise. Und muss ich ja nicht verspritzen. Da wieder genauso auch, so wie ich sie außen vorgeführt habe, so rate ich sie mir wieder rein. Ich habe ihr eine Form gegeben, warum sollte ich was anderes machen? Ja, und ihr seht schon, ohne dass ich irgendwelche Spannfalten ziehe oder Überhitzungsfalten oder sonst irgendwas, wie man es teilweise mit dem Ruder hat, mit dem Wasser manchmal hat, einfach wenn man zu viel geföhnt hat. Die legt sich da rein, so wie sie außen geföhnt worden ist. Und einwandfrei. Solche Scheiben kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch heranpassen wollt an die Lösung eben mit dem Weichspüler. Ja? T5 Heckscheiben, T6 Heckscheiben, an den Seitenscheiben kann man es auch wunderbar üben, weil die alle eine leichte Wölbung haben, macht man sich den Weichspüler drauf. Klar gibt nicht viel zu föhnen, aber man kriegt ein Gefühl, so eine Flasche Weichspüler reicht mir, muss ich anlügen, 100, 150 Heckscheiben bestimmt, zähle da gar nicht mit. So eine Flasche Weichspüler, der günstigste, glaube ich, kostet 1 Euro und von dem her kann man da überhaupt nichts falsch machen. Es gibt aber Unterschiede im Weichspüler.
wäre natürlich vielleicht die nächste Frage, auf was man achten sollte. Für mich, ich habe den Unterschied gemacht, es gibt diese Weichspüler, die haben nochmal diese Mikroperlen drin. Irgendwas mit der Wäsche, ich kenne mich nicht aus, ich wasche meine Wäsche nicht selber. Irgendwas mit Mikroperlen. Diese Weichspüler finde ich persönlich nicht so gut dafür geeignet, weil die eine sehr abstoßende Wirkung haben. Das, was wir jetzt außen gemacht haben, die Folie anhaften lassen, damit wir sie gescheit föhnen können, ist ein bisschen abstoßend. Also die Folie, die würde, also man müsste entweder mehr Waschmittel drauf machen, aber jetzt in so einem dünnen, leichten Film eben auch, um selber wieder was zu sparen, ist die abstoßend. Also man merkt diese Mikroperlen komischerweise dann bei sowas. Ist abstoßend. Also ich würde, egal welcher Weichspüler, Liter, halber Liter, egal welche Marke, es dürften eigentlich alle gehen, aber ich würde empfehlen, zu schauen, dass man keine nimmt mit diesen Mikroperlen. Hier ist bei den beiden Schrauben auch durchgerakelt, immer überlappende Linien, und jetzt nehmen wir einfach noch die Feuchtigkeit hier mit einem Tuch um den Rad herum, vom Papiertüchern halt da auch nichts, reißen so schnell und dann weiß nicht. Das muss nicht sein, es soll ja noch sauber sein. Nehmen wir die Mikrofasertücher. Das habe ich schon seit, muss ich anlügen, 5 Jahre. Genauso soll es sein. Keine Spannfalten, überhaupt nichts, legt sich überall gut hin. Dadurch jetzt sowieso, dass wir einen Ziehprogramm nochmal extra jetzt bearbeitet haben mit der orangen Terpentine. Normalerweise mache ich es nicht. Normalerweise sage ich, Siebdruckränder so wenig bearbeiten wie möglich, das ist meine Erfahrung, dann packt es auch am besten. Genau, spätestens jetzt würden wir sehen, und wenn man nicht gescheit den Kleber entfernt hätte, den alten, der würde jetzt reagieren mit dem neuen Kleber und würde milchig werden. Haben wir jetzt da überhaupt nicht, Gott sei Dank, alles richtig gemacht, so wie wir es gewohnt sind. Draußen Bilder, glaube ich, wird gleich nicht klappen. Ich weiß nicht, ob man es hört auf dem Wellendach. Fängt es mit Regnen an. Habt ihr das jetzt recht gut verstanden? Hoffe ich, wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir eine Mail, schreibt mir ein WhatsApp, was auch immer. Na, muss ja nicht immer alles gegeneinander sein. Ich war auch froh über viele Tipps, die ich bekommen habe, beziehungsweise damals, wo ich angefangen habe, 2005, gab es noch nicht so viele freie. Und wenn, dann hat man fast nicht miteinander geredet, weil jeder seinen Anteil vom Topf haben wollte. Bei uns in Deutschland, neue dürfen es jetzt eh nicht mehr machen. Wir haben die Rückvermeisterung. Okay. Ja, meine Lieben, das war die Scheibentönung am VW T4. Dauert gar nicht so lange. Jetzt mit Kamera hat es ein bisschen länger gedauert, weil man ein bisschen umstellen muss. Jetzt schaue ich gerade auf die Uhr. Ich habe knapp trotzdem 2,5 Stunden gebraucht. Der T4 ist nicht besonders schwer. Sind die 5 Scheiben ohne Schiebefenster oder dergleichen, ohne Anbauten, Zubauten, was auch immer. Gibt es ja in zig Varianten. Achtet drauf, rechte Fahrzeugseite ist von den Scheiben her immer ein bisschen kürzer als die linke Fahrzeugseite. Liegt an der Schiebetür. Und Heckscheibe habt ihr jetzt auch gesehen. Egal, ob du Normalo bist, dich einfach nur dafür interessierst, oder ob du ein Scheibentöner bist. Vielleicht konnte ich dir noch ein bisschen was mitgeben. Ich lerne auch dazu. Ich lasse mir auch manchmal gerne was von anderen sagen. Wie die Lösung mit dem Weichspüler zum Beispiel. Ne? Ist eine Sache, mittlerweile mache ich seit Jahren, mache ich total gerne. Wenn man irgendwo in einem Forum oder sonst irgendwo von der Lösung schreibt, wenn die Leute fragen, was nehmt ihr dafür, wie macht ihr das oder sonst irgendwas, und man schreibt es rein mit dem Weichspüler. Viele haben schon von dem Schrinkflut oder wie man es auch nennen möchte gehört, nehmen das vielleicht auch, kommen vielleicht auch nicht ganz so damit klar. Die Zubehörhändler müssen was verdienen, ist auch klar. Ich selber habe es immer überteuert gefunden, deswegen nie auf dieses Schrinkflut, auf diese Applikationen zurückgegriffen, sondern bei meinem Bruder geblieben, nass die Scheiben geföhnt oder sonst irgendwas, so wie man es so gewohnt war. Bin aber jetzt unterm Strich nach Jahren mittlerweile natürlich froh, vom Bruder weg zu sein. Mal diese Weichspülerlösung Nonplusultra vielleicht, bis irgendwas anderes erfunden wird oder sonst irgendwas. Ihr habt die 1:1 Rückmeldung direkt von der Heckscheibe, direkt von der Form. Passt sie nicht. Ihr habt im Gegensatz zum Puder, habt ihr das Rumgestaube natürlich nicht mehr. Ihr habt nicht, dass man davor dann nochmal nass irgendwie Haar auf die Heckscheibe applizieren muss, dass die Folie da drauf bleibt oder sonst irgendwas. Dann vielleicht zu viel Feuchtigkeit genommen hat, alles wieder runterwischt. Andere nehmen Feuchttücher oder sonst irgendwas, jedem das seine. Ich mache so, ich bin froh und dankbar darüber, dass mir das damals so gesagt worden ist, dass man auf den Weichspüler gekommen ist, dass heute auch so gut funktioniert. Tastet ihr euch daran, du als Scheibentöner versuchst, wie hier beim T4, bei T5 Bussen, taste dich ran, zum Beispiel an den Seitenscheiben, einfach nur, dass du ein Gefühl dafür kriegst. Das hört sich schlimmer an. Man braucht viel weniger Hitze, man braucht viel weniger Gebläse oder sonst irgendwas. Die Folie schrumpft sehr gut zurück.
ohne dass man eigentlich das Risiko hat, dass man es verbrennt. Funktioniert auch bei, ich weiß ja immer nicht, ob man Autohersteller sagen darf, Audi-Kombis, die neueren, A4, B9, der A6, die neueren, wo der Heckboiler sehr weit in die Heckscheibe runtergeht. Auch da funktioniert es sehr gut, ohne dass man das Risiko hat, dass sich die Luft zurückwirbelt und quasi die Folie oben anbrennt. Also es funktioniert einwandfrei. Das, was angerakelt ist, ist angerakelt. Das haftet da erstmal, das müsste man dann erst wieder lösen. Zwar nicht mit viel Aufwand, aber man müsste es erst lösen. Im unteren Bereich auch, wie ich es kurz gezeigt habe, bei Pkw-Heckscheiben, wenn sich die Folie vielleicht beim Föhnen zu sehr aufstaucht, dann kann man sie unten nochmal weglupfen, geht vielleicht mit dem Rakel drunter, föhnt es nochmal nach. Bei der Montagequalität ist es jetzt natürlich bei so alten Autos oder ich sage jetzt mal Nutzautos teilweise oft mehr, bevor sie jetzt mittlerweile zum Camper umgebaut werden, haut immer irgendwas an die Scheiben oder sonst irgendwas. Da hat man dann teilweise die Macken drin, es ist vielleicht schon mal geschweißt worden, ist neben dem Auto schon mal geflext worden oder sonst irgendwas, dann hat man diese Pickel an den Scheiben, die man nicht mehr wegkriegt. Man kriegt sie noch flacher mit der Klinge oder mit dem 2000er Nassschleifpapier oder ich habe so Pads, kriegt man auch das Chromige teilweise recht gut. Es klappt nicht immer, aber es funktioniert und dann ist es auch gut. Jeder verlangt das, was er verlangt. Dafür ist Internet Fluch und Segen zugleich. Holt euch eure Angebote und fertig. Hört vor allem auf Empfehlungen. Ich in meinem Fall jetzt so ein einfacher T4, so ein einfacher T5 ohne diese Schiebefenster oder Anbauteile oder sonst irgendwelche Spookies. Hier die Scheiben, die sind alle frei, kommt man recht gut hin. Verlangt nicht ich. Muss kein anderer machen, 250 Euro, gibt bestimmt auch Leute, die günstiger sind, bei welcher Qualität auch immer. Und dann ist es auch gut. Der Kunde selber, der kriegt es nochmal ein bisschen günstiger, weil meine OP dazwischen gekommen ist, wir den quasi warten haben lassen und er jetzt quasi die Tönung erst nach seinem Urlaub hat machen können. Eigentlich wollte er sie im Urlaub haben oder vom Urlaub haben, dass er im Urlaub die Scheibentönung hat, aber endlich gut, alles gut. Für Fotos draußen reicht jetzt leider nicht. Es regnet in Strömen, bringt wieder mit der Kamera was. Noch von der Bildqualität dann her was, weil dann ganz schnell alles ganz nass ist. Ich bin soweit zufrieden, eigentlich wie immer mit dem Montageergebnis. Für euch vielleicht als Nichtscheibentöner auf den Weg gegeben, im Internet schaut immer alles ganz toll aus. Wenn ihr bei mir auf die Seite geht oder sonst irgendwas auf Facebook, ich mache es eigentlich, versuche es immer so zu machen, wie es mein Auge auch sieht. Gerade bei Fotos, die quasi nur in der Halle gemacht werden, nur das Licht links und rechts auf das Auto drauf schießt und eigentlich von allem abgelenkt ist und vor allem geblendet ist von den Scheiben und gar nichts sieht über die Qualität, sind dann in der Regel die größten Blender, dass wenn man das Auto live sieht, Katastrophe ist. Hier ist, ich habe es versucht, euch ein bisschen abzufotografieren, es ist in Ordnung. Ränder sind schön sauber, nicht großartig, Einschlüsse trotzdem großen Fahrzeug. Und dann ist es auch alles ganz gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn es nicht gefallen hat, lasst zwei Daumen da, drückt zweimal auf Like. Hast du irgendwelche Fragen, scheiß dir nichts, dann feilt dir nichts, schreib mir in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso. Bis dahin.